Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Wir haben beim letzten Mal mit Shadow aufgehört und uns dann Chaos Emerald geholt. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen gespielt und ein paar S-Ringe geholt bei den Leveln, die wir schon gemacht hatten. Deshalb möchte ich jetzt mal gerade die Gelegenheit nutzen und schauen, was es mit diesen Fähigkeiten auf sich hat. Was gibt's denn alles? Standsicher. Sicherheitsnetz. Starte bei einem Neustapel für 10 Ringe, 40 Fähigkeiten und ich habe da nur 100, ne? Das klingt sinnvoll. Das klingt auch sinnvoll. Turbostart. Athlet. Standsicher klingt sinnvoll. Das ist aber auch zu viel. Dann das noch. Sonst ein extra Leben habe ich gerade keinen wirklichen Bedarf. Rumble kann man übrigens nicht ausmachen, das ist ein bisschen unvorteilhaft. Moment haben wir ganz viel mit Challenges, ne? So, jetzt muss ich aber mal gerade Fähigkeitenanpassung ZA bearbeiten. So. Das. So, jetzt noch das hier oder das hier? Ich würde sagen das hier. So. Jetzt müssen wir uns um die ganzen Dinger kümmern. Speed Highway. So, wann fängt das? Genau, hier fängt das neue Gebiet an. Was ist das hier? Oh Gott, nee, nicht driften. Irgendwas mit Espio. Was? Nee, lieber nicht. Ah, das sieht interessant. Boah, darf ich da vielleicht mal hin? Hallo? So. Doppelgängerrennen, ne? Genau. Ja, ich glaube, ich bin schneller. Von das mit der Schiene gerade hätte ich locker schaffen müssen. Ist etwas knapp gerade. Ich habe festgestellt, bei der ersten Aufnahme, die ganzen Ausschläge, die von meinem Controller kamen, hat man dann am Ende doch nicht gehört. Ich hoffe, es ist auch dieses Mal so. Ich kann sie auf jeden Fall... Boah. Ich kann sie auf jeden Fall sehen. Zum Glück kostet mich das hier keine Leben. Ich glaube, S-Rang ist hier auch, das ist auch egal. Fällt mir nicht. So, hier raus, bitte. Oh, bitte nicht. Danke. Raus hier.
Darf ich das Auto berühren, während ich im Bus bin? Ich hab's vergessen. Hallo, ich war im Boost. Ja, Arang reicht mir ehrlich gesagt. So. Eine Musiknote. Warte, die will ich haben. Toxic Caves. Von denen habe ich nämlich auch noch welche, ein paar geholt. Also oftmals kriegt man die bei den... Stimmt, die, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Glocken bei allen Challenges, die man geschafft hat. Ein Lied möchte ich ja besonders gerne freischalten, aber... Ich weiß nicht, ob es das überhaupt in dem Spiel gibt. So, hier ist okay. Jetzt bei City Escape. Ich finde super, wie in der Gegenwart von dem Level halt auch das, eine entspanntere Version von dem Lied gespielt wird. Gefällt mir nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das gut finde. Da ist ein Vatnik. Ich glaube, die waren ganz okay. Feinde schießen und bewegen sich schneller. Ja, das könnte interessant werden. Aber nur Gegner, ich... Jetzt wirklich? Oh, ich bin gerade so langsam, so jetzt. Ach komm, hätte ich fast geschafft. Aber die kommen auch so selten, dass man sich dann nie wirklich gewöhnt. Warte, was? Das hier. Das war sowas von doof. Ja, geht. Warte, ich habe jetzt gerade auf... Nee, gut. Ich dachte schon, die Standardwahl wäre erneut versuchen. So. Jetzt noch bei Seaside Hill. Warte, was? Warte, was für Rouge? Nee. Ich dachte, die wäre vielleicht ähnlich wie Knuckles, weil sie ja auch Knuckles Gegenstück in Sonic Adventure 2 war. Boah, das war jetzt aber nur schlecht. Hey, ich habe eine Homing Attack gemacht.
Oh Gott, was? Wo soll ich überhaupt hin? Ach so. Ich bin hier gerade nicht in meinem Element. Hier kann ich wenigstens boosten. Der Doppelgänger ist hier relativ gut. Oh Gott, jetzt bin ich auf einem anderen Pfad, als ich sonst nehme. Aber der Doppelgänger nimmt immer den gleichen Pfad wie ich, glaube ich. Was? Danke, der Boost hat das gerade so ein bisschen versaut. Ich hasse das hier. Wow, das ist nicht gut. Komm, steh auf. So, dieses Mal bitte. Danke. Oh Gott, wieso bin ich ohne Boost so langsam? Gott, war das schlecht. Nee, lieber nicht. So. Holen wir den Boss-Schlüssel. Warte, hier? Scheint nicht so. Da geht's, aber... Oder doch? So, Boss-Torschlüssel gefunden. Mal sehen, was uns erwartet. Also, so viel Musik habe ich nicht. Das ist das Problem. Aber normalerweise lasse ich es eh bei der Originalmusik.